Hier sehen wir jetzt den Videobereich in der Lernplattform. Wir hatten vorhin schon besprochen, dass hier in Ordnern einsortiert unterschiedliche Videos, die als Inhalte zur Lehrveranstaltung zur Verfügung stehen, dargestellt werden können. Und wenn man ein Video auswählt, dann kommt diese Darstellung, die grundsätzlich ein eingebetteter YouTube-Player ist. Dementsprechend hat dieser Player sämtliche Funktionen, die für YouTube zur Verfügung stehen. Unter anderem die Themenbereich ein. Wir drehen den Ton nochmal ab. Unter anderem die Regelung der Lautstärke bzw. den Vollbildmodus, den YouTube zur Verfügung stellt, bzw. die Anpassung der Abspielqualität. Sämtliche Videos sind üblicherweise in Full HD verfügbar. Wenn es bandbreitenmäßig Thema ist, dann kann man dort gegebenenfalls nochmal runterschalten. Ebenfalls verfügbar als YouTube-Feature sind die Untertitel, die in den meisten Fällen gar nicht so schlecht funktionieren, sodass man gegebenenfalls auch nochmal mitlesen kann, was denn gesagt wurde. Diese Einbettung ist aber nur das eine Feature. Das andere Feature ist, das dann von der Lernplattform zur Verfügung gestellt wird, ist, dass es die Möglichkeit gibt, im Video direkt Notationen, das heißt Notizen anzubringen. Bedeutet, wenn ich denn der Meinung bin, dass an einer bestimmten Stelle im Video etwas unklar ist, eine Frage auftritt, dann habe ich hier die Möglichkeit, diese Frage zu posten und die damit zur Diskussion zu stellen, entweder für die Lehrveranstaltungsleiter beziehungsweise auch gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen. Zusätzlich ist es möglich, nicht nur Fragen zu posten, sondern sich auch eigenständig Kapitelmarken zu setzen, um im Video herumspringen zu können beziehungsweise Links anzubringen. Wenn wir uns das jetzt einmal anschauen, wir nehmen an, diese Grafik, die hier gezeichnet wird oder die Erklärung dazu, die im Video gegeben wird, die ist uns unklar. Dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, eine Notiz anzubringen. Was ist jetzt nochmal genau das O? Und ich kann eine Frage, kann das dann als Frage hinzufügen. Was ich brauche, ist initial eine Gruppe, die ich erstellen muss. Gruppen deswegen, kommen wir nachher gleich dazu, damit ich es auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen vielleicht teilen kann, beziehungsweise mit den Lehrveranstaltungsleiterinnen teilen kann. Wenn ich also eine Gruppe initial erstelle, beziehungsweise im nächsten Schritt dann auswählen kann, dann kann ich es hinzufügen und wir sehen jetzt hier unten das als neue Gruppe, als Annotation, die angebracht wurde, und ich kann jetzt direkt ins Video dorthin navigieren. Das heißt, wenn wir irgendwo anders im Video sind, bin jetzt gerade irgendwo hingesprungen, dann kann ich durch Klick auf diesen Link dort unten im Video an die Stelle springen, wo die Frage aufgetreten ist. Auf der anderen Seite würde diese Frage, wenn sie für mich sichtbar ist, auch als Overlay für den Videoplayer dann auftreten. Wir sehen, das ist bei 1.10 und ist jetzt, hat man jetzt gerade nicht gesehen, weil es weiter oben war, angezeigt worden. Genauso wie in den anderen Bereichen bei der Übungsabgabe kann ich meine Annotationen wieder löschen bzw. im Nachhinein auch bearbeiten, den Punkt, wo sie angebracht wird, verschieben bzw. den Typ ändern. Was ich zusätzlich kann für Fragengruppen, ist diese freizugeben. Freigeben bedeutet, ich kann sie für andere Benutzerinnen und Benutzer in der Lernplattform sichtbar machen. Ich sehe hier alle meine User und ich kann das meinen Kolleginnen und Kollegen bzw. den Lehrveranstaltungsleitern und Leiterinnen freigeben und dementsprechend dann mit ihnen über diese Inhalte vielleicht nochmal diskutieren bzw. Sicherstellen, dass wir alle das gleiche Bild davon haben. Wenn es viele solche Gruppen gibt bzw. mehrere Autoren, die vielleicht Annotationen angebracht haben und ich möchte filtern, dann gibt es hier oben die Möglichkeit, Filter zu setzen. Bedeutet zum Beispiel, ich möchte nur die Kapitelmarken sehen, die der Lehrveranstaltungsleiter gesetzt hat, dann würde ich nach Stefan Oppel filtern und würde dann auch nur dessen Annotationen sehen und nicht vielleicht die Annotationen, die andere Personen angebracht haben. Genau.
Hier sehen wir jetzt auch das Overlay, das ist mir unklar, was bedeutet das O. Das wird also hier im Videoplayer auch angezeigt, sodass man gleich unmittelbar, ohne da unten suchen zu müssen, ein Bild hat, dass da was vielleicht unklar war, beziehungsweise dass hier eine Kapitelmarke, eine wichtige Stelle ist, die man sich vielleicht auch für die Prüfungsvorbereitung nochmal merken möchte. Gut, so viel zu den Videos. Im nächsten Schritt betrachten wir jetzt dann noch den Interaktionsbereich.